Hi, hier ist Lars von IG Fotografie. Ich wollte dir mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wenn es für dich ins Fotografieren lernen und insbesondere in die Bildkomposition geht. Der erste Trick: gib deinem Foto einen Vordergrund, denn dann wird das Auge ganz gut reingeführt. Der Betrachter weiß, wo er entlang gehen soll. Und das passiert oft ganz intuitiv. Hier siehst du ein Bild, was ich in Berlin zur nächtlichen Stunde aufgenommen habe. Das ist ein Werk von Vattenfall, glaube ich. Und hier habe ich einfach ein Geländer von einer Brücke genommen, was so ein bisschen den Blick öffnet, was auch so ein bisschen Linien hat, so eine leichte Reflexion. Und das führt einfach den Blick dann zum hellsten Punkt hin. In der Nacht war dieses Werk natürlich wundervoll beleuchtet, sodass es sofort ein Blickfang ist bei so einer Motivsuche. Okay, der zweite Tipp ist auch ganz einfach, und zwar habe ich hier da auch ein Foto mitgebracht, und zwar ist das Foto fotografiert vor den Toren Berlins. Ist die neue Hakeburg, ein Lost Place, wo man mal reingehen konnte. Hier ein Foto von draußen, und die Bildgestaltungsgrundlage, die ich dir damit auf den Weg geben möchte, ist: gib deinem Foto einen Rahmen. Rahmen können ganz verschiedene Sachen sein. Hier habe ich wirklich den Blick einfach so durch Zweige und durch eine Hecke genommen. Und das gibt deinem Bild so eine Art Vignette, dass auch da der Blick geführt wird gleich zum Hauptmotiv. Denn das ist ja total wichtig in der Fotografie, dass wir immer ein klares Hauptmotiv haben, was man erkennen kann, wo der Betrachter nicht lange überlegen muss, sodass die Komposition sofort funktioniert. Dann habe ich noch einen weiteren Tipp für dich, wie du deine Fotos besser gestaltest, und zwar, was vielen immer gerade am Anfang der Fotografie schwerfällt: geh nah ran. Und wenn du das Gefühl hast, dass du noch nicht nah genug dran bist, geh wirklich noch einen Schritt näher ran, denn das macht ganz viele Motive sehr, sehr spannend, sehr aufregend. Hier ist das die Oberbaumbrücke, so kleine Details, die man oft übersieht, die Verzierung an der Brücke, an den Steinen. Und da bin ich auch einfach ganz, ganz nah rangegangen, sodass man hier, das war so ein Metallständerwerk, sodass man hier wirklich die Details, den Rost und sowas gesehen hat. Die Blende weit geöffnet, und auch dann wird es ein sehr, sehr spannendes Motiv. Auch oft geht es dann schnell in die Abstraktion, was ja auch spannend ist, denn der Betrachter muss ja nicht sofort erkennen, worum es sich hierbei handelt. Dann lass uns zum nächsten Tipp kommen. Eine Sache, die auch immer wieder herausfordernd ist für viele, gerade bei Kameras. Auch diese Kamera hat einen eingebauten Zoom, wo man natürlich dann gleich problemlos auf 150, 200 mm Brennweite ranzoomen muss und sehr, sehr faul werden kann beim Fotografieren. Aber zoome mit den Füßen. Was meine ich damit? Geh näher ran, geh an dein Motiv ran, erlaufe dir dein Motiv, wechsel die Perspektiven. Und auch hier fotografiert im sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park, da wurde gerade so eine Blume niedergelegt, da bin ich in die Froschperspektive gegangen und sehr, sehr nah rangegangen, sodass man hier wirklich die einzelnen Blütenblätter sieht, die Blende wieder ein bisschen weiter geöffnet, sodass dahinter die Person quasi sich so verneigt, die hier dann natürlich eigentlich darüber ist. Aber auch da versuche einfach sehr, sehr nah ranzugehen und versuche mit der Perspektive da zu spielen. Dann ein weiterer Tipp, den ich dir noch mitgeben kann: achte auf die Richtung. Das ist was ich selber am Anfang oft falsch gemacht habe, dass ich gerade wenn sich bewegende Objekte drin sind, dass sie dann am Bildrand sind und eigentlich eher den Blick rausführen, also rauslaufen. Achte dabei, gerade bei uns in der westlichen Welt, dass die Leserichtung auch oft beachtet wird, dass jemand von links nach rechts rüberläuft, dass der Blick nicht hinausgeführt wird, denn das ist dann so ein kleiner Stopper, den man dann oft drin hätte in seinem Motiv und das Motiv dann unterbewusst vielleicht nicht so gut funktioniert. Hier sieht man einfach, von links nach rechts rüber wird gelaufen, die Läuferin läuft uns quasi entgegen, und das ist noch so ein kleiner Tipp, was man beachten kann in seiner Bildkomposition: achte auf die Richtung, achte auf die Lauf- oder Fahrtrichtung. Dann, ich filme hier auch mit einem Stativ, gerade wenn es dunkel ist, wenn es schummrig ist, wenn es so ein bisschen diese Twilight-Situation ist, vom Morgen zum Sonnenaufgang oder vom frühen Abend zur blauen Stunde oder wenn es dann in die Nacht hineingeht, nutze ein Stativ. Das Stativ muss auch gar nicht so teuer sein. Oft sind es so Reisestative, die da schon sehr stabil sind. Ich fotografiere nicht so viel mit Stativ, aber sobald eine gewisse Belichtungszeit unterschritten wird, das ist oft so eine 50. Sekunde, wie man sagt,
dann nutze auf jeden Fall ein Stativ, klein, kompakt, einfach an den Fotorucksack mit rannehmen oder so ein kleines Reisestativ. Das hilft schon viel. Wenn du kein Stativ hast, versuch die Kamera irgendwo aufzulegen, denn auch dann kriegst du ein bisschen Stabilität rein. Von daher, deine Bilder werden besser, deine Bilder werden schärfer, wenn du wirklich das beachtest, dass du dann auch in der einen oder anderen Situation, wo das Licht kritisch ist, mit dem Stativ fotografierst. Etwas, was oft falsch gemacht wird und was mir dann immer wieder weh tut, schneide keine Füße ab. Denn gerade wenn du eine Person im Ganzen, in der Totalen dann irgendwie drauf hast, dann reicht manchmal vielleicht dann die Brennweite nicht, wenn man dann keinen Weitwinkel hat oder sowas. Nimm dir da wieder zur Hilfe, dass du mit den Füßen zoomst, geh lieber einen Schritt weiter zurück und versuche, wenn du die Person im Ganzen drauf haben willst, sie auch wirklich im Ganzen drauf zu haben, dass du die Füße mit drauf hast und auch noch ein bisschen Platz drumherum lässt, sodass es nicht so am Rand klemmt. Wenn du die Person nicht ganz drauf hast, sondern vielleicht nur so ab Gürtel oder irgendwie sowas, schneide nicht durch Gelenke, also dass du nicht direkt am Ellenbogen abschneidest oder nicht direkt am Knie abschneidest. Das tut dem Betrachter auch oft unterbewusst weh. Es tut dir schon weh, wenn ich es sage. Also von daher schneide bitte keine Füße ab. Eine Sache, die man gerade als Anfänger noch viel lernen muss, ist das Licht zu sehen, das Licht ein bisschen wirklich wahrzunehmen, aus welcher Richtung kommt es, wie ist das Licht, habe ich hartes Licht oder weiches Licht. Es gibt ja immer ein bisschen diese fotografische Bauernregel, sage ich mal, zwischen 11 und 2 hat der Fotograf frei, oder was, zwischen 11 und 3, ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist für mich immer wieder nicht relevant, weil ich wahnsinnig gerne mit harten Schatten fotografiere. Dieses Foto, was du hier siehst, ist auch in der Mittagssonne fotografiert, denn dann hat man ganz oft diese harten Schatten. Lerne aber deine Schatten ein bisschen kennen und lerne das Licht ein bisschen kennen. Wann brauchst du vielleicht weiches Licht, weiche Schatten, gerade wenn du ein Porträt von einer Person fotografierst. Wenn du viel mit Architektur und viel mit harten Kanten spielst, ist das Mittagslicht, das harte Sonnenlicht für dich perfekt. Du musst einfach nur wissen, was du für ein Licht haben möchtest. Von daher lerne das Licht so ein bisschen zu lesen, das Licht so ein bisschen zu sehen, denn wo Licht ist, ist auch Schatten und das macht dein Foto oft sehr, sehr spannend. Dann noch ein schönes kleines Fotogeheimnis für die Bildgestaltung, was deine Fotos oft interessanter macht, ist, erzähle nicht alles. Also sage nicht gleich alles, verrate nicht gleich alles mit deinem Foto. Das ist wie ein guter Song, der vielleicht so ein bisschen verklausuliert manchmal noch ist und das so ein bisschen spannender und interessanter macht. Das Gleiche kannst du in der Fotografie auch machen, indem du nicht gleich deine ganze Geschichte erzählst, indem du vielleicht nur Ausschnitte zeigst. Hier ein Foto, was ich bei einem Konzert im Ramones Museum von CJ Ramone fotografiert habe. Man hat eigentlich nur so ein bisschen die Tattoos am Arm, man sieht den Bass, man sieht die Hand. Das macht das Foto gleich sehr, sehr spannend. Man möchte mehr wissen, man möchte wissen, wer es ist, man möchte wissen, wo es ist, was es ist. Und da lass den Betrachter ruhig ein bisschen rätseln, ein bisschen neugierig werden, indem du nicht gleich alles zeigst, vielleicht auch eine kleine Fotoserie daraus machst und so einzelne Ausschnitte dann immer zeigst. Das gibt deinem Foto nämlich sehr, sehr viel, womit du deine Bildgestaltung sehr nach vorne bringst. Und wenn du Porträts fotografierst, wenn du Menschen fotografierst, möchte jeder die Augen sehen. Die Augen sollten scharf sein. Von daher, gerade wenn du mit vielleicht einem manuell verschiebbaren Fokuspunkt arbeitest, fokussiere dich auf die Augen, fokussiere dich auf die Pupille, versuche daraufhin scharf zu stellen. Das macht deine Porträts, gerade wenn du etwas offenblendiger fotografierst, also es mehr Unschärfe drin ist, macht es das wahnsinnig spannend, wenn du dann, weil es wirklich scharfen Punkt, die Pupille, die Augen hast. Wenn du da Probleme hast beim Fokussieren, such dir so eine kleine Kante, vielleicht das Augenlid oder sowas, denn dann wird dein Porträt auf jeden Fall gewinnen. Und wo wir gerade schon beim Punkt der Schärfe waren, kontrolliere die Schärfe. Am besten, wenn du mehrere Fotos machen möchtest, gleich nach dem ersten Foto. Also schaust dir gleich auf dem Display an, zoome dich mit der Lupe tief rein, stimmt die Schärfe da, wo du sie wirklich haben möchtest. Denn sonst ist es ärgerlich, habe ich auch schon oft gemacht, dass man anfängt gleich sofort zu fotografieren. Wenn man mit anderen Menschen zusammen fotografiert, dass man eine Porträtserie oder was macht, dann ist man oft auch sehr aufgeregt, fotografiert gleich drauf los. Und merkt die ersten 10, 15 Fotos, wo sich dein Gegenüber schon sehr viel Mühe gegeben hat oder in Szene gesetzt hat und dann die Fotos unscharf sind und du nochmal von vorne starten musst, dann ist es super ärgerlich. Von daher, nimm dir den kurzen Moment, schau auf dein Display, ist mein Foto auch wirklich scharf, so scharf, da scharf, wo ich es scharf haben möchte und starte dann mit deiner kleinen Fotoserie. Super wichtig, gerade wenn du auf der Perspektivsuche bist,
Gehe auf Augenhöhe bei kleinen Objekten, kleinen Tieren, wenn der Kopf runtergeht, bei Kindern. Da macht es das total spannend, wenn du nicht den erwachsenen Blick, den wir haben, immer oft von oben auf etwas runter, sondern wirklich auch mal in die Knie gehen. Hier als Beispiel zwei Kühe, eigentlich ein unspektakuläres Motiv auf der Weide fotografiert. Es wird aber viel spannender, wenn ich wirklich runtergehe. Ich bin hier runtergegangen auf Höhe des Zaunes, auf den unteren Draht vom Zaun und habe die Kuh quasi direkt angeschaut, fokussiert auf die Augen, wie es eben schon bei den Porträts hatten, und das macht die Perspektive, das macht den Blick gleich viel, viel spannender. Hier ist es okay, wir filmen ein Video, wo ich dir was erzähle. Da darf ich gerne sehr zentral positioniert sein in der Mitte. Ansonsten würde ich dir in der Fotografie empfehlen, du hast sicherlich schon mal was von der Drittelregel gehört. Geh raus aus der Mitte. Dafür gibt es so ein paar Tipps und ein paar Tricks. Das eine ist erstmal, dass fast jede Kamera mittlerweile gerade im Live-View-Modus oder hinten am Display die Möglichkeit hat, das Gitternetz einzustellen. Da stell dir das Gitternetz einfach erstmal in 3x3 ein und dann hast du immer diese Schnittmarken, die du da sehen kannst, und versuche auf den äußeren Schnittmarken, wo sich die Linien jeweils treffen, dein Motiv, dein Hauptmotiv zu positionieren. Wenn du eine Laufrichtung hast, dass du vielleicht links oben nach rechts unten das positionierst, das eine Objekt, das andere Objekt. Das wird deinem Foto gleich sehr, sehr viel mehr geben, so dass du die Drittelregel gleich voll ausschöpfen kannst. Wenn du noch dich da etwas herausfordern willst, dann nimm dir einen kleinen Klebestreifen, etwas, was vielleicht sich gut wieder ablösen lässt, und kleb das einfach mal in die Mitte deines Displays, denn dann bist du sowieso gezwungen, immer die anderen Punkte zu suchen, die außerhalb der Mitte liegen. Von daher versuche es, platziere dein Objekt nicht immer zentral in der Mitte, das ist ein bisschen statisch, das ist ein bisschen langweilig. Versuche aus der Mitte rauszugehen, jeweils auf die Schnittmarken, und mach dich vertraut mit der dritten Regel. Wir haben eben schon kurz das Licht erwähnt. Hier ein Fotobeispiel, das ich mal fotografiert habe in einem Treppenhaus. Das Treppenhaus an sich war dunkel. Es kam ein bisschen Tageslicht durch das Fenster, was im Treppenhaus war. Und das Model schaut dann heraus ins Licht. Das Licht wird auf dem Gesicht strahlt so ein bisschen auf das Gesicht, und das macht es sehr, sehr schön, sehr, sehr weich, sehr natürlich, denn das ist das weiche Licht, das ist das Tageslicht, was wir haben, gerade wenn wir es durch so einen Vorhang scheinen lassen. Und von daher versuche viel mit natürlichem Licht zu fotografieren. Hier habe ich eine spannende Mischung aus Kunstlicht, die ich hier bei diesem Video habe, und aus dem natürlichen Licht. Das natürliche Licht hat einfach nochmal eine gewisse Weichheit und wird dein Foto sehr, sehr schön aussehen lassen. Dann noch ein abschließender Tipp zum Thema Bildgestaltung. Fange an, dich mit Formen vertraut zu machen. Form, Muster und alles solche Sachen. Bei Formen meine ich Rechtecke, Quadrate, Dreiecke. Diese wirst du in ganz, ganz vielen Sachen finden. Gerade wenn du in der Architektur unterwegs bist, da findest du ganz viele Quadrate, ganz viele Rechtecke. Wenn du diese auch noch bildfüllend fotografierst, so wie ich hier beim Foto, was ich am Potsdamer Platz gemacht habe, dann wird dein Foto sofort eine gewisse Struktur, einen gewissen Muster, eine gewisse Wiederholung haben, was für den Betrachter auch als sehr, sehr angenehm empfunden wird. Das waren meine 15 Tipps, wenn du einstarten möchtest in das Thema Bildgestaltung, in das Thema Fotografieren lernen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, bald wieder hören. Bis dahin, Lars von IG Fotografie.